Here's how you learn over 1,500 words. A printable resource that boosts your retention and makes learning fun, visual flashcards. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. First, what are visual flashcards? Visual flashcards are our printable flashcards that teach you 1,500 words across 60 topics. And if you're a beginner, these are an easy way to learn the most common words and speak more of your target language for free. For every flashcard, you'll get the word, the image, and the translation for easy retention. And your job is to go through and drill these flashcards and boost your vocabulary. But there are several ways you can learn with these that I'll talk about a bit later. How to get started with the printable visual flashcards. To get these visual flashcards, just click the link and sign up for a free lifetime account to our learning program. And these are a free resource for our members. So once you've signed up, check your email to activate your account and download the visual flashcards. Then print out PDF files and make sure to print in double side format so you have the words on one side and the meanings on the other. And then cut out the cards and you're ready to go. How you'll learn words and phrases even faster. Now, you might be wondering, why not just study with digital flashcards? And yes, you can also find spaced repetition flashcards inside our program. However, there are benefits to learning with physical materials that'll actually help you learn better. If you're learning on your phone or your computer, you'll have tons of notifications and distractions. And chances are, you'll get sidetracked and end up on another website, YouTube video, or app. It's almost impossible to focus, and you won't learn anything well if you can't focus. Our visual flashcards are a physical resource, which means there are no distractions. 5 minutes spent on physical flashcards will be much more effective than 5 minutes on your phone, where you have app companies constantly trying to get your attention. With the flashcards, you get one word per card, so you can easily focus on one word at a time and nothing else. Plus, physical flashcards are more easily accessible. If they're sitting on your desk, you can quickly take a look, but an app that's buried on the second or third page of your home screen will easily be overlooked and you won't learn anything at all. And physically interacting with the words and the cards will help reinforce your memory. Now, let's get into how to learn with these flashcards. Five ways to learn with the visual flashcards. Once you've downloaded and printed the flashcards, here's what you can do. 1. Set aside 5 to 10 minutes and pick out 20 cards. Spend the first half reviewing the cards and the second half testing yourself on the meanings. 2. For the words that you struggle with, keep them in a separate pile. That way, you can focus on just the hard words and skip the ones you know. 3. Since the words are separated across 60 topics, you can focus on one topic at a time and keep at it until you're done with all 60 topics. 4. Place the cards on the objects they represent around your home. Or 5. Turn it into a game with your friends. Have them quiz you on the words. So pick which way works best for you and learn with our visual flashcards. Okay, so if you want to boost your vocabulary and speak more of your target language, download our visual flashcards for free right now. Just click the link and sign up for a free lifetime account to our learning program. Wait, before we start, do you want a bundle of 30 printable German PDF cheat sheets teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Hallo zusammen, ich bin Elisia, eure Deutschlehrerin und das Thema unseres Unterrichts heute ist, einen deutschen Lebensmittelmarkt zu besuchen. Also ich beschreibe euch deutsche Lebensmittel, Gerüche, Geräusche und vielleicht auch Sehenswürdigkeiten, die ihr auf einem deutschen Lebensmittelmarkt entdecken könnt. Das Thema bietet euch also reichhaltige Vokabeln rund um das Thema deutsches Essen, Einkaufen und deren Beschreibung. Also Deutschland überrascht seine Besucher mit einer großen Vielzahl an deutschen Wochen- und Bauernmärkten. Die haben immer eine interessante Atmosphäre und ein Ambiente mit Live-Musik, Jazz-Musik oder verschiedener Musik, die ihr entdecken könnt. Und wenn ihr vorhabt, auch mal nach Deutschland zu reisen, dann müsst ihr unbedingt auch einen deutschen
Lebensmittelmarkt besuchen. Wir fangen jetzt erstmal an mit ein paar wichtigen Vokabeln, die ihr vielleicht kennen solltet. Lasst euch also inspirieren und ja, ich stelle euch jetzt mal die Vokabeln vor. Also, die erste Vokabel ist zu dem Thema A Local Food Market in Germany, ein deutscher Lebensmittelmarkt in Deutschland. Die erste Vokabel ist der Wochenmarkt oder der Bauernmarkt. Wochenmarkt, the weekly, Bauernmarkt, the farmer's market, weekly farmer's market. Nummer zwei ist frische Lebensmittel. Frisch means fresh, Lebensmittel ist food, fresh foods. Die Nummer drei ist der Einkaufskorb. Einkaufen, to do shopping. Der Korb ist basket. Okay, so compound words in German. Ich habe euch mal einen Einkaufskorb mitgebracht, der sieht so aus. Das hier ist ein typischer europäischer oder deutscher Einkaufskorb. Der ist handgemacht. Self-made. Okay, der Einkaufskorb. Dann Nummer 4 ist die Imbissbude. Imbissbude. An der Imbissbude kann man dann zum Beispiel Currywurst oder Pommes probieren. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Oder Brötchen mit Bratwurst, Frikadelle, Hackfleisch, Leberkäse oder ein Fischbrötchen. Typisch ist da der Rollmops oder der Bismarckhering. Ja, oder auch Döner-Kebab gibt es auch an der Imbissbude, der türkische Döner-Kebab. Oder Zwiebelkuchen, Flammkuchen sagt man dazu auch. Später hört ihr dann noch mehr darüber. Okay, dann Nummer 5 ist die Probierstube. Probieren is the word for tasting. And Stube is a very old-fashioned word for room. So the tasting room, Probierstube. Die Nummer 6 ist Handgemachtes. I just use that word for describing the basket because it's handmade. So handgemacht, handgemacht. Made with your hands is arts and crafts in Germany. Okay. Die Nummer 7 ist Brot oder Backwaren. Baked goods or just simply bread. Brot. Ein Beispiel einer Backware, einer typisch deutschen Backware, ist die Brezel. Hier habe ich euch eine Brezelbox mitgebracht. Die Nummer 8 ist Gemüse. Schaut mal hier, ich habe euch einen ganzen Stand mit typischen deutschen Gemüse mitgebracht und auch Obst. Gemüse, Vegetables, Obst ist Fruits. Okay, also darüber sprechen wir dann später im Detail. Dann die Nummer 10 sind Milchprodukte, Milchproducts. Natürlich gehört dazu zum Beispiel Käse. Nicht nur die Franzosen essen viel Käse, sondern auch die Deutschen. Okay? Dann die Nummer 12 ist Wurst und Fleisch. Sausage and Meat. Ja, in Deutschland gibt es ungefähr 1500 verschiedene Wurstsorten, die ihr probieren solltet. Dann die Nummer 13 ist Süßes, so Sweets. Und da sprechen wir ganz besonders von den ganz verschiedenen Kuchensorten, die es in Deutschland gibt. Zum Beispiel die Schwarzwälder Kirschtorte oder der Käsekuchen. Die letzte Vokabel ist Alkohol. Und hier habe ich euch ein paar typische deutsche Bierflaschen mitgebracht. Ich mache jetzt keine Werbung. Und was man in Deutschland auch oft trinkt, ist Weißwein. Das hier ist ein Weißweinglas. Zum Beispiel in Frankfurt gibt es den Applewein, Apfelwein. Okay, ich wiederhole noch mal ganz kurz die Vokabeln. Also Wochen- und Bauernmarkt, frische Lebensmittel, Einkaufskorb, Imbissbude, Probierstube, Handgemachtes, Brot und Backwaren, Gemüse, Obst, Milchprodukte, Wurst und Fleisch, Süßes und Alkohol. Dazu gibt es dann natürlich viele verschiedene Beispiele, okay? So, ich habe mir gedacht, ich mache ein kleines Quiz mit euch. Kommen wir also zu meinen Quizfragen. Meine erste Quizfrage ist, wie funktioniert denn so ein deutscher Wochenmarkt überhaupt? Wie funktioniert ein deutscher Wochenmarkt? Wie das Wort schon sagt, Wochenmarkt bedeutet, dieser Markt findet meistens regelmäßig wöchentlich statt. Okay? Vorwiegend
werden dort frische Lebensmittel, Nahrungsmittel verkauft. Frische Lebensmittel sind vor allem Obst, Gemüse, aber auch andere Frischwaren, wie zum Beispiel Wurst und so weiter, was ich euch erklärt habe. Oft gibt es auch Pflanzen oder Blumen zu kaufen und pro Markt sollte es mindestens eine Imbissbude geben. Ja, okay, also so funktioniert ein deutscher Lebensmittelmarkt. Kommen wir zur Quizfrage Nummer 2. Die Quizfrage Nummer 2 ist, was könnt ihr denn auf einem deutschen Wochenmarkt einkaufen? Okay, also auf dem deutschen Wochenmarkt gibt es natürlich Lebensmittel und das Besondere ist, dass die direkt vom Bauern kommen oder direkt vom Erzeuger, vom Produzenten. Meistens zumindest. Dazu gehört dann, wie gesagt, Obst, Gemüse, Milchprodukte, Käse, Wurst, Fleisch, Fisch, aber auch zum Beispiel Kräuter, Herbs oder Gewürze, Spices, Senf, kann dazu auch gehören, Senf, Mustard oder eingelegte Gurken, Rübensaft oder andere Dinge, okay? Honig zum Beispiel. Auf einem deutschen Lebensmittelmarkt ist es eher weniger üblich, dass ihr lebende Tiere kaufen könnt. Also wie zum Beispiel auf den Orient-Basaren könnt ihr ja lebende Küken oder Lämmer kaufen. Auf den deutschen kommt das eher weniger vor. Genau, und natürlich findet ihr auch Streetfood. Das könnt ihr auf dem deutschen Wochenmarkt kaufen. Meine Quizfrage Nummer 3 ist, warum solltet ihr denn auf einem deutschen Markt einkaufen gehen? Ist das denn wirklich ökologisch und nachhaltig, sustainable? Also ein Besuch auf dem deutschen Wochenmarkt ist in jeder Hinsicht positiv. Denn ihr tut nicht nur eurer Gesundheit etwas Gutes, sondern ihr unterstützt auch die lokalen Bauern und Erzeuger. Also die bekommen dann zum Beispiel faire Preise, als wenn ihr im Supermarkt zum Beispiel einkauft. Und natürlich gibt es da keine Verpackungen, no packaging. Die Ware ist lose, so wie hier. The food is not packed, so we just take it. So, ihr solltet vielleicht einen Einkaufskorb mitnehmen oder eine Tasche, damit ihr die Lebensmittel dann mit nach Hause nehmen könnt. Ja, außerdem schmeckt es auch meistens besser. Qualitativ, wenn ihr das Obst kauft, wenn es frisch ist, dann schmeckt es auch meistens besser. Keine Lagerung, ja, weniger Lagerung und Transport sind natürlich andere Vorteile, warum ihr auf dem Markt einkaufen solltet. Okay, dann meine Quizfrage Nummer 4 ist, wie viele Wochenmärkte gibt es denn in Deutschland? Also insgesamt gibt es deutschlandweit 3.300 Wochenmärkte. Und da auf diesen 3.300 Wochenmärkten gibt es 50.000 Händler an 250.000 Markttagen. Also ihr habt eine große Auswahl. Ich werde euch dann später so meine 2-3 Favoritenmärkte vorstellen. Welches Obst und Gemüse kommt denn aus Deutschland und wird lokal geerntet? Okay, das ist meine Quizfrage Nummer 5. Welches Obst und Gemüse? Jetzt werde ich euch also das Obst und Gemüse auf Deutsch mal vorstellen. Am meisten in Deutschland wird der Apfel geerntet. Das hier ist ein Apfel. Äpfel werden ungefähr 1,1 Millionen Tonnen in Deutschland geerntet. Andere Obstsorten sind dann natürlich zum Beispiel Birnen, Pflaumen habe ich jetzt nicht gefunden, alle möglichen Sorten von Beeren, Berries, zum Beispiel Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, ja, welche Beeren gibt es denn noch? Sanddorn, viele, viele verschiedene Sorten von Beeren und auch Kirschen, genau. Also Baumobst ist ja das Obst, was am meisten in Deutschland geerntet wird. Dann kommen wir zum Gemüse. Und welches Gemüse wird in Deutschland angebaut? Also auf Nummer 1 sind die Karotten.
Hättet ihr das gedacht? Die Karotten sind auf Nummer 1 in Deutschland. Karotten werden 1,07 Millionen Tonnen Karotten geerntet in Deutschland. Danach kommen dann die Zwiebeln. Zwiebel, ja. Weiße Zwiebel oder eine rote Zwiebel. Dann gibt es auch Radieschen. Radieschen. Das hier ist ein Rettich. Der ist ein bisschen scharf, so ähnlich wie Senf. Habe ich euch auch mitgebracht. Ein Meerrettichglas. Schmeckt besonders gut zum Fisch. Genau. Oder die Lauchzwiebel. Das hier ist Lauch. Und viel Kohl wird in Deutschland gegessen. Kohl, Cabbage. Zum Beispiel Rotkohl. Oder hier haben wir auch einen Weißkohl. Und natürlich darf nicht fehlen die ganz vielen verschiedenen Kartoffelsorten. Ja, das hier ist zum Beispiel eine Kartoffel. Hier gibt es auch wieder eine rote Kartoffel. Viele verschiedene Kartoffelsorten. Ja, Spargel zum Beispiel auch. Habe ich was vergessen? Sellerie, Spinat, Zucchini. Hier haben wir auch eine Zucchini oder Brokkoli. Das wird alles in Deutschland angebaut. Okay. Meine nächste Frage ist über die Erntezeiten. Kennt ihr die Erntezeiten in Deutschland? Ja, ich habe hier euch einen schönen Erntekalender hier aufgehangen. Wenn ihr den Erntekalender vom Deutschen Bauernverband runterladen möchtet, da seht ihr dann, wann ihr welches Obst in Deutschland finden könnt, wenn ihr auf den Markt geht, okay? Ja, und wie gesagt, besser nach Saison kaufen. Zum Beispiel könntet ihr jetzt Erdbeeren zu Weihnachten kaufen oder Spargel zu Ostern? Eher nicht. Also Erdbeeren gibt es meistens so zwischen Mai und August. Und den Spargel, hier ist ein Spargelglas, zwischen Mai und Juni in Deutschland. Sehr lecker, Spargel mit Kartoffeln zum Beispiel. Meine letzte Quizfrage ist, welches sind denn in Deutschland die besten Märkte, die ich euch persönlich empfehle, okay, wo ihr dann auch deutsches Streetfood probieren könnt. Ich habe mal auf die Nummer 1 geschrieben, der Fischmarkt in Hamburg. Warum der Fischmarkt in Hamburg? Ja, den Fischmarkt muss man ganz früh morgens erleben. Am besten geht ihr schon um 5 Uhr morgens hin, damit ihr die Marktschreier erleben könnt. Die schreien dann ganz laut und preisen ihre Waren an. Und am besten, ja, probiert ihr da ein leckeres Fischbrötchen vom Ahle-Dieter oder dann gibt es den Nudel-Olli. Also die Verkäufer haben lustige Namen. Ihr könnt Hamburger kennenlernen, also lokale Deutsche, aber auch ja, viele Touristen treffen sich oder die Leute, die abends gefeiert haben, kommen dann morgens zum Frühstück und trinken dann morgens früh schon ein Bier. Genau, ja, habe ich was vergessen? Ja, meine nächste Musik gibt es dann auch, Live-Musik. Meine nächste Empfehlung für euch ist die Kleinmarkthalle in Frankfurt. Das ist ein Indoor-Market, ein Indoor-Markt, wo ihr auch viele ausländische Spezialitäten entdecken könnt, weil in Deutschland gab es ja auch viele Gastarbeiter, vor allem aus der Türkei und aus Italien. Somit kommt es dann auch, dass ihr dann den Döner-Kebab so häufig in Deutschland findet. Genau, und heute ist es zu einem Feinschmecker-Paradies geworden. Natürlich könnt ihr auch die ganzen verschiedenen Wurstsorten in Deutschland probieren. Und die typische Frankfurter Bratwurst oder Frankfurter Currywurst mit der grünen Soße. Und die grüne Soße, die besteht aus 7 Kräutern, 7 typischen deutschen Kräutern. Und zu guter Letzt, natürlich darf die Brezel nicht fehlen oder auch der Kuchenstand, der ist ganz toll in der Frankfurter Kleinmarkthalle. Genau, und meine letzte Empfehlung ist die Markthalle 9 in Berlin. Berlin, würde ich sagen, ist so das Streetfood, die Streetfood-Hauptstadt in Deutschland. Ja, meine Fragen an euch jetzt zum Testen eures Verständnisses, habe ich 3 Fragen. Also, welches Obst wird in Deutschland am meisten geerntet? Welches Obst? Überlegt mal, habt ihr gut zugehört? Das war der Apfel, richtig. Der Apfel wird am meisten in Deutschland geerntet als Obst.
Dann Frage Nummer zwei. Welches Gemüse wird in Deutschland am meisten geerntet? Habt ihr gut zugehört? Das war die Karotte. Okay. Und dann nennt mir doch mal als letzte Frage an euch drei typische deutsche Fastfood-Gerichte, die ihr auf dem Markt finden könnt. Drei typische deutsche Gerichte. Ohne auf die Tafel zu gucken vielleicht. Also zum Beispiel könnte das die Currywurst sein, die Bratwurst oder Döner-Kebab. Döner-Kebab zum Beispiel. Natürlich gibt es noch viele, viele andere. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt heute viel gelernt. Und wenn ihr noch weiter euch für den Deutschunterricht interessiert, dann abonniert euch am besten auf germanpod101.com. Like das Video, da würde ich mich natürlich freuen. Like, teilt und stellt mir eure Fragen, kommentiert. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Tschüss! Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Access your free language gifts right now before they expire. First, do you know how to give reasons in your target language? No? Then get our new Connecting Thoughts PDF cheat sheet right now. You'll master must-know linking words like but, and how to provide extra information. Second, the top key phrases PDF. Download this PDF and pick up the 50 key phrases that new learners should know, covering pleasantries, introductions, small talk, and much more. Third, the 50 most common adjectives. If you're a beginner and don't know these adjectives, then this is a perfect chance to boost your vocabulary. This one-minute lesson will get them stuck in your head, guaranteed. Fourth, 20 phrases you'll need at the movies. Learn how to say, "Excuse me, you're in my seat, I'd like to buy a ticket," and much more with this one-minute phrase lesson. And fifth, looking for a new language learning app? With the innovative language learning app, you learn language fast through conversations, and you start speaking in minutes because our conversation lessons are just 3 to 15 minutes long. Download innovative language learning for free for the Android, iPhone, and iPad. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.